Andy Krüger 91527 mal wieder. Ja. Und ich habe es diesmal endlich geschafft, mir einen Weihnachtskalender zu besorgen. Im Gegensatz zu letzten Jahr. Ja. Es ist endlich wieder soweit. Weihnachtszeit. Ja. Und heute ist auch schon der 1. September. Ja. September, Mann. Auch dringend wieder einen Öffner. Denn wenn ich was gelernt habe aus dem Jahr 2010, dann, dass die Türen immer so scheiße aufgehen. So, wollen wir mal schauen, wo hier der Erste ist. Das wird sicherlich wieder spannend. Und ihr dürft mir natürlich live dabei zugucken, wie ich die Schokolade erähle. So. Da fällt mir ja noch was ein. Ich habe doch hier noch eine Kamera. Sehen wir uns mal nach, mal sogar dazu. Sollen wir mal sehen. Achso, den Scheiß, den muss ich ja jetzt erstmal noch sagen, dass ich ein Video machen soll. Wie ging das nochmal? Ach, das ist ja alles so lange her. Das ist unter Augen? Ja, genau. Man macht auch. Wie sagt man denn? Ah, Video. Ja, so. Also nochmal. Das ist übrigens ein Milka-Weihnachtskalender. Da ist ein Stern drin. Ja. So. Da befindet sich ein Schneemann drin. Da ist schon wieder Snowball-Killer am Werk. Und den werde ich jetzt seine Rübe abfressen. Dieser Weihnachtskalender ist noch abstruser als der, den ich vor 2 Jahren hatte, irgendwie. Hier sieht die Schokolade noch nicht mal mehr so aus wie das Bildchen, was drin ist, irgendwie. Und ob das nicht reicht, ist die Schokolade obendrein auch noch mit irgendeinem weißen Zeug gefüllt. Ja, es muss eigentlich nicht wundern, es handelt sich ja schließlich um einen Milka-Weihnachtskalender. Tja, was anderes hatten sie nicht mehr da. Die billige Scheiße war natürlich mal wieder ausverkauft. Jetzt geh doch mal aus. Na, Schokolade schmeckt's immer noch. Hey, diese Uhr behauptet, es wäre 22:22 Uhr. Und das stimmt sogar. Tja, so ein Zufall, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Zu viel Schokolade ist auch nicht gut. Ich habe heute echt viel zu lange geschlafen irgendwie. Obwohl sich so angefühlt hat, als ob ich noch länger hätte schlafen können, aber naja. Dann musste ich halt los mit Bier, war mal wieder alle. Und dann wollte ich mir, wie gesagt, ja auch noch diesen Weihnachtskalender kaufen, aber dummerweise habe ich dann eben nur, naja, ich wollte mir eigentlich einen anderen kaufen als diesen, aber ich habe nur noch diesen gekriegt, denn es gab irgendwie keine billigeren mehr. So muss ich jetzt halt den nehmen. Auf jeden Fall ein Weihnachtsmann, hinter dem sich ein Stern befindet, der eine Weihnachtsmütze auf hat. Schneemann! Tja. Es wird sicherlich wieder langweilig, aber es hat mir damals Spaß gemacht, deswegen mache ich das jetzt einfach nochmal.